In diesem Video geht es um den Organisationsgrundsatz der Zweckmäßigkeit und die Prüfungsfrage lautet einfach, was ist das, was besagt das? Also die Frage, die mir hier vorliegt, lautet, was besagt der Organisationsgrundsatz der Zweckmäßigkeit. Ich denke, das kann sich jeder dazu denken, das brauche ich jetzt nicht mehr hinzuschreiben. Wir haben eine Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Man könnte auch sagen, vielleicht ein Problem. Hier nennt man es vornehmer eine sich stellende Aufgabe. Und nun, in Bezug auf die sich stellende Aufgabe brauchen wir eine gewisse Regelung. Und hier kommt der Organisationsgrundsatz der Zweckmäßigkeit ins Spiel. Hier genau an dieser Stelle Zweckmäßigkeit. Und auf Deutsch bedeutet das, dass man die Regelung treffen muss, die für die sich stellende Aufgabe die zweckmäßigste ist, um diese sich stellende Aufgabe, dieses Problem zu bewältigen. Klingt erstmal sehr banal, klingt auch einfach, ist es aber nicht. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Auch in dem Fall. Die Frage ist, wie bestimmen wir diese Zweckmäßigkeit? Und dafür müssen wir hier die sich stellende Aufgabe ganz genau analysieren. Ja, also hier ist eine Analyse erforderlich. Analyse bedeutet Zerlegung. Welche Aspekte hat die sich stellende Aufgabe? Welche dieser Aspekte ist der dominante? Ja, es kann nämlich sein, dass die eine Regelung für einen Teilaspekt der Aufgabe zweckmäßig ist, während die andere Regelung für einen anderen Aspekt der Aufgabe zweckmäßig ist. Also wir müssen analysieren, wir müssen zerlegen in die Teilaspekte hier dieser Aufgabe. Diese Aufgabe zum Beispiel drei Teilaspekte. Und dann müssen wir schauen, welcher dieser drei Teilaspekte, in meinem Beispiel sind es drei, können auch mehr oder weniger sein, wirklich der dominante ist. Und entsprechend, wenn wir sagen, der Teilaspekt 3 ist der dominante Aspekt, dann muss im Grunde die Regelung zweckmäßig in Bezug auf diesen dominanten Teilaspekt der Aufgabe gefunden werden. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.